Mittwochmorgen, kurz nach 8. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Timo2Go. Heute gibt es ein Video der anderen Art, und zwar geht es heute um Holz. Wenn dich das neugierig gemacht hat, bleib dran. Ja, zum Thema Holz. Ich habe absolut keine Ahnung mit dem Thema Holz, musste ich mich bisher nicht auseinandersetzen. Von daher bin ich einfach mal ins nächste Dorf gefahren, habe den nächsten Bauern angefahren und habe mich da einfach mal schlau gemacht. Er war sehr nett, er hat sich sehr viel Zeit genommen, auch ohne Termin. Er hat mir seine ganzen Holzbestände gezeigt und hat mir direkt so ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel, was haben wir für einen Kamin? Ist das ein offenes Feuer? Ist das ein geschlossenes Feuer? Ich werde euch den Kamin gleich einmal einblenden. Dann die Frage, wo steht der Kamin? An der Außenwand, an einer Innenwand? Und wie groß ist der Raum, der zu beheizen ist, beziehungsweise ist es ein offener Raum, ist es ein geschlossener Raum oder muss sogar noch ein Stück vom Flur mit beheizt werden? Ja, diese Fragen habe ich ihm beantwortet. Dann hat er mir erstmal empfohlen, für eine vierköpfige Familie und 150 Quadratmeter Wohnfläche 4 Raummeter zu bestellen. Das Ganze aufgeteilt in 2 Raummeter Fichte. Fichte ist die günstigere Variante, die etwas schneller verbrennt und die Wärme nicht ganz so lange abgibt. Und die anderen 2 Raummeter dann Buche, etwas härteres Holz, die teurere Variante, die aber länger brennt und natürlich auch mehr Wärme spendet. Das Ganze kann man wohl ganz gut kombinieren, das heißt mit der Fichte das Ganze anfeuern, dann die Buche nachlegen, um somit lange Wärme zu erhalten. So viel zur Theorie. Ob daraus was wird, ob es funktioniert, wird sich zeigen. Wir haben ungefähr noch 1,5 Stunden, dann kommt die Holzlieferung. Ich bin sehr gespannt. Hier nochmal gut zu sehen die Fläche. Hier wird das Holz abgeschüttet. Und dann ist es unsere Aufgabe, das Holz diesen Weg hier entlang zu transportieren, bis hinten in den Holzschuppen, wo es dann gestapelt werden kann. So, die linke Hälfte ist noch frei. Hier soll das Holz gestapelt werden. 4 Raummeter, ich hoffe, die haben hier Platz. Im rechten Teil, da habe ich jetzt die Fahrräder der Kinder mal hingestellt und die haben die Kinder sich so eine kleine Bude hingebaut. Hinten noch Restholzbestand. Ich hoffe, das kann so bleiben, sodass wir das ganze Holz in den linken Teil gestapelt bekommen. Das Holz ist da, die Temperaturen steigen, packen wir es an.
Nach circa 2 Stunden ist es geschafft, das Holz ist gestapelt. Der Platz sieht wieder einigermaßen ordentlich aus. Jetzt werfen wir einen Blick in das Lager. Mal gucken. Hier auf der linken Seite die etwas kleineren Stücke, die kann man gut nehmen, um den Ofen anzuheizen. Und hier im Hintergrund die größeren Stücke. Auf der linken Seite die Buche, ne Quatsch, auf der linken Seite die Fichte und auf der rechten Seite die Buche. Mein Holz ist gestapelt, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wenn der ein oder andere von euch auch mit Holz heizt und noch einen Tipp für mich hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, über jedes Abo und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Timo. Ciao.